Ja, Borussia Berni. Alter Lachs, es ist März im Westfalenstadion. Ja, die Tage werden länger, aber die Gegner werden stärker. Boah, hör mal, das war nicht von Hemingway, nee, das war von der Kreisliga-Legende. Nicht schlecht, oder? Ja. So, jetzt haben wir erstmal Herrenste Bremen vor der Flinte, ja. Die träumen auch noch von Zeiten hier mit Otto Rehagel, Ailton, Wittenrufer, Diego und Co. Ja, da sind sie mal richtig durch Europa geknallt, ja. Aber hör mal, die Bolzer von der Weser, ja, die haben zwar nicht mehr so viele Gräten, ja, aber an guten Tagen, an denen ihr im Deich, da knallen die auch schon mal Paragraph 1, die Bayern, aus der beleuchteten Kloschüssel. Ja, haben sie gemacht, ja. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, Borussen, aber so wie wir 2024 im Hof unterwegs sind, sollten wir denen nicht 2 Tore Vorsprung geben. Hä, sollten wir nicht, ja. Hör mal, in Berlin, ja, das Ergebnis war Entenpille. Aber unser Pöln hat immer noch mehr Aussetzer im Stutzen als mein Handynetz in der Klutertöhle, in Ellepetal. Ja, ist so, hör mal. Aber ich bin mir trotzdem zu 19,9% im Grottenolm-Schlüpper, bin ich mir sicher, ja? Dass wir auch bei Werder werden wir uns durchwursteln. Machen wir. Aber dann, nächste Fahrt ist rückwärts. Dann geht's los. Eindhoven, Frankfurt, Paragraph 1 aus München, Stuttgart, Gladbach, Leverkusen und Limonade Leipzig, hör mal. Das sind Berge. Das sind 8000er, hör mal. Die sind ein bisschen höher als der Eierberg in Bochum. Ja, wer kennt den nicht? Brauchst du nur ein bisschen Knatters und am besten keine Uschi zu Hause. Aber anderes Thema. Ja, ja, ganzes Thema. Hör mal, bis auf Alea, ja. Alle dabei, alle hochbezahlten Profis, ja. Keiner hat Belastungssteuerung, keiner hat Aua, keiner hat einen Krankenschein im Trikot, ja. Aber trotzdem, ich würde mir wünschen, ja, statt Julche Brandt oder Fluglotse Charm, würde ich mir mal wieder gerne so einen jungen Welpen, ja, der sich noch nicht rasiert, auf der Wiese, würde ich mir wünschen. Egal ob Gitte Gittens, Patina Mokuku oder Duracell, irgendeinen immer bringen, immer, ja, bringen. Aber was weiß ich schon als Dreischichtler, ja. Als dreischichtige Schippe. Woher soll ich das wissen? Ja, das weiß Edin, seine Herde Co-Trainer. Wissen die doch schon längst. Ja, bin ich mal gespannt. So, was war noch? Ach ja, hier, unsere Stevie Wonderschiris in Europa. Ja, jetzt kommt der Blockbuster. Champions League, Limonade Sprudel Leipzig gegen Real Madrid. Ja, Tor für Leipzig, Hinspiel. Alle Fernseher von den Videoschiris, alle zur Wartung. Bei Nordmende, dunkel, nichts. Rückspiel, Orban von Leipzig, wird auf Platz erdrosselt. Ja, Videoschiris, wieder Schweigen der Lämmer. Ja, wird in der nächsten Sendung bei Aktenzeichen Y, wird der Fall aufgelöst. Ja, unfassbar, ich glaub da nicht immer. Bitte alles zumauern, Schlüssel in den Gulli und tschüss, braucht keine Stolperstuhle, keiner, ja. Aber jetzt kommt der dreifache Tusch. Ja, der dreifache, ja. Weil Leipzig ausgeschieden ist, haben wir uns zuhören für die Club-WM 2025 im Fake-News-Land bei Donald Trump, der USA, haben wir uns qualifiziert. Ja, mit 50 Millionen Euro knatter Startgeld. Alter Lachs, hör mal, ist das nicht schon die Super League, die keiner wollte? Oder habe ich irgendwas verpasst? Auf der Nachtschicht an der Schippe. Habe ich was verpasst? Egal. Jetzt können wir Weltmeister werden. Weltmeister, ja. Nehme ich doch mit H-Kennzeichen. Ich habe doch nur Seepferdchen an meiner Markspitz-Badehose und eine Siegerurkunde von den Bundesjugendspielen. Nehme ich alles mit. Auch den Weltmeistertitel immer. So, aber jetzt geht's erstmal hier nach wenig Gräten Bremen, ja. Die werden wir schön in die Weser versenken, ja. Denn die Leipziger, die hängen uns mehr im Nacken als meine Schwiegermutter nach dem Frühschoppen. Und auch deshalb dürft ihr nicht vergessen, Borussen, es gibt nur eins, aber wirklich nur eins. Nur der BVB, aber nur der BVB.